Kurz vor ihrem Tod im März 2009 war die ehemalige Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei Seligenthal, Mutter Assumpta, damals Priorin des Klosters zu Helfta, wo die großen Gertruden zu Hause waren, hier in Spektrumkirche zu Exerzitien zu Gast. Ich erinnere mich dessen sehr, sehr lebhaft, denn es war mit das Beste, das ich je an geistlicher Nahrung empfangen durfte. Und ich war und bin überzeugt, nach Padre Pio bin ich durch Sie zum zweiten Mal in meinem Leben einem heiligen Menschen begegnet. Exerzitienthema war ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, das vortrefflich zur Liturgie dieses Abends passt. Und ich zitiere es in der Vulgata-Übersetzung: Desiderio desideravi hoc pasciam anducare vobiscum antequam partia. Wörtlich übersetzt, Mutter Assumpta war eine ausgezeichnete Lateinlehrerin am Gymnasium. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Pascha mit euch zu essen, bevor ich leide. Sie hatte bewusst diese Formulierung der Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung, gewählt, weil durch diese Tautologie Desiderium Desideravi die Verdoppelung dieses Begriffs Sehnsucht die von ihr intendierte Aussage nochmals verstärkt hat. Worum ging es ihr und worum geht es überhaupt bei dieser ungewöhnlichen Formulierung? Desiderio desideravi bringt zum Ausdruck, wie sehr sich Gott in seinem Sohn nach dem Menschen, nach jedem einzelnen Menschen sehnt. Damals in der Stunde des Abschieds nach dem Kreis der Zwölf, heute nach uns allen. Und ihr vertretet heute diesen Kreis der Zwölf. Papst Franziskus spricht in seinem gleichnamigen Schreiben aus dem Jahr 2022 von einem, ich zitiere, unendlichen Verlangen Jesu nach diesem Mahl mit den Seinen. Und er behauptet, dass jedes Mal, wenn wir sonn- und feiertags zur Messe gehen, wir von seinem Verlangen nach uns angezogen werden. Bemerkenswert daran, unserem Kommen zur Messfeier geht seine Einladung, unserer Zusage, seine Liebe und Sehnsucht nach uns voraus. Was ist das für ein Gott, der sich mit unbeschreiblicher Sehnsucht nach uns Menschen sehnt, nach jedem Einzelnen von uns und uns stets zuvorkommt? Welch ein zuvorkommender Gott! Dieser Gott thront nicht fernab von uns Menschen im Olymp. Er wohnt nicht zurückgezogen in einem Palast. Er verbarrikadiert sich nicht wie die Despoten unserer Zeit hinter einem Schutzschild aus Wachen und Waffen. Nein, er ist mitten unter den Menschen, zugegen in seinem heiligen Tempel im Gotteshaus und zugegen im schönsten Tempel, den er geschaffen hat, im Herzen eines jeden Menschen. Wie erklärt sich diese so unbeschreibliche Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, wodurch Jesus sein unmittelbar bevorstehendes Lebensende unweigerlich geahnt, ja, gewusst haben muss? Wohl gerade deshalb, gleichsam als sein vorletztes Vermächtnis vor seiner Lebenshingabe pro nobis für uns. Es hat doch, wie Papst Franziskus zu Recht sagt, bei diesem Abendmahl keiner von uns einen Platz verdient. Und das Verhältnis zwischen der Größe des allmächtigen Gottes, des sich Schenkenden, zwischen der Leidenschaft Gottes für uns Menschen und unserer schwachen Liebe, das ist ja unglaublich, diese Differenz. Aber es geht nicht um ein Gleich auf Gleich mit Gott. Es geht um das Überströmen eines übervollen Herzens göttlicher Liebe, das uns in den Strom dieser Liebe mit hineinzieht. Was Papst Franziskus bezüglich des priesterlichen Vorstehers bei der Messfeier schreibt, das gilt meines Erachtens für alle Mitfeiernden. Also auch für uns hier in der Heilig-Geist-Kapelle von Spektrumkirche und für Sie alle draußen an den Bildschirmen. Eucharistie feiern heißt der Einladung Jesu, seinem Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis folgen. Eucharistie feiern heißt der in uns wohnenden Sehnsucht nach Gott zu entsprechen. Und Eucharistie feiern heißt, in den Schmelzofen der Liebe Gottes einzutauchen. Ein Schmelzofen kann, vereinfacht gesagt, feste Stoffe verflüssigen, Eisen, Glas, Ton, formbar machen.
Im Schmelzofen der Eucharistie formt Gott unser Herz, unser oftmals versteinertes, verhärtetes Herz, von Neid, Streit, Hass und Missgunst verfettetes Herz, unser Herz aus Stein zu einem Herzen aus Fleisch. Da wird unser zu geistiger Angina pectoris neigendes Herz zu einem Herzen voll Liebe und Sehnsucht umgeformt. Das ist ja, wenn ich dies so sagen darf, der Wunsch der göttlichen, uns umwerbenden Sehnsucht, dass auch wir uns nach ihm sehnen, dass wir ihn lieben, wenngleich, wie ich schon sagte, unsere Liebe ein schwaches Teelicht gegen seine große Liebe ist. In dieser Stunde wird dies in den biblischen Texten und in zwei Zeichenhandlungen sichtbar. In der Fußwaschung, die ich jetzt gleich an euch vollziehen darf, dem Zeichen des Dienens. Christus kam, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Ach, würden dies doch alle in der Kirche endlich begreifen. Und das zweite Zeichen, das sind die Gestalten von Brot und Wein, die in der Kraft des Heiligen Geistes zu Jesu Leib und Blut werden. Er verleibt sich uns im wahrsten Sinne des Wortes direkt ein. Und im Schmelzofen unserer Seele formt er uns zu liebenswerten Menschen. Desiderio desideravi. Mit Sehnsucht, so sagt er, habe ich mich nach dir, nach euch, nach uns allen gesehen. Da kann man nur noch verstummen und schweigend das Knie beugen.